Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Love, Peace and Bockwurst Bundle von Invis Bronco. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zum Bundle und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Love, Peace and Bockwurst von Invis Bronco, ein eher unbekannter Künstler. Das könnte daran liegen, dass das nur einer von vielen Künstlernamen ist, unter denen der gute Herr auftritt. Er ist bekannter unter seinen eigentlichen Künstlernamen, nämlich unter den beiden King Orgasmus One bzw. Orgi oder Orgi 69. Also unter diesen Namen ist er deutlich bekannter und hat auch eine Zeit lang dann als Invis Bronco gerappt. Es ist das bis dato letzte Album von Invis Bronco gewesen. Insgesamt 6 Soloalben sind unter diesem Namen, unter Invis Bronco, entstanden. Gut, das Ganze gab es eben auch in Bundleform. Und wir werden das Ganze mal aus dem Plastik befreien und uns dann im Detail ansehen. Nachdem ja nicht nur die CD eingepackt ist, sondern auch noch die weiteren Inhalte, holen wir die auch gleich aus dem Plastik. So, aber jetzt. Also, wir haben hier einmal so eine Kochhaube, eine Kochschürze, ein Poster und natürlich das Album an sich. Wie immer starten wir mit dem Album. Also wir lesen hier Invis Bronco Love, Peace and Bockwurst. Auch hier nochmal Love, Peace and Bockwurst. Und oben I Love Money Records präsentiert. Das ist ja das Label von King Orgasmus One. Invis Bronco Love, Peace and Bockwurst in grün und pink. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Also wir haben 15 Tracks an der Zahl. Es gibt auch einige Features, die sind hier jetzt nicht aufgelistet, also nicht vermerkt. Eventuell sehen wir die im Booklet dann noch. Also rein vom Design her sehr hippie-mäßig das Ganze hier, Bronco mit seinem alten VW-Bus unterwegs. Sehr hippie-mäßig die ganzen Blumen und das ganze Muster. Flower Power und hier die Gitarre. Schwarze Kochschürze, schwarze Kochhaube und natürlich stilecht in Birkenstock, so wie man den guten Mann kennt. Es gibt auf diesem Album 15 Tracks. Meine Favoriten sind Track Nummer 3, Old School, und Track Nummer 15, Ibiza Bronco. Dann haben wir hier oben noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Auf der Vorderseite sehen wir eben Bronco auf einem Hausboot. Okay, dann schauen wir mal ins Booklet. Wir haben hier ein schönes Foto des Hausboots, also Bronco hier in der Berliner Spree. Hier fährt gerade die Bahn vorbei und hier Bronco auf seinem Hausboot. Ich gehe mal stark davon aus, dass dieses Foto Photoshop ist. Aber kann man sich, also alleine schon, jetzt sehe ich es gerade erst, weil hier eine Möwe einen ganzen Kasten Sternburg durch die Gegend zieht, beziehungsweise hier noch ein Hai ist, also in der Spree wohl eher keine Haie anzutreffen. Die Sonne, wie bei den Teletubbies, sehr schön. Also, schönes Bild. Dann haben wir hier die Tracklist und, genau, auch wenn es auf der Rückseite nicht zu sehen war, auf dem Album, aber hier haben wir dann die Features aufgelistet. Ich muss ehrlich sagen, Features von Serg, AC Bierbong, Battleboy, Basti und ja, das war's eh, die sagen mir natürlich etwas, aber dann haben wir Features von zum Beispiel Steff, seine Frau, die so singt, oder Kanze oder Kenz, oder muss ich ehrlich sagen, höre ich zum ersten Mal, weiß ich nicht, wie man den Herren ausspricht, ist auf jeden Fall ein Mann, weil Oldschool war ja einer meiner Favoriten des Albums. SAG, dann nochmal Kanze, Foo, Funnig, Too Nice und Lanola Bombalock. Also, sagen wir leider nichts. Hier haben wir nochmal Bronco mit einem
ja, Stück Fleisch, das er hier aufgespießt hat. Die Gitarre. Und dann hier nochmal Lagerfeuer und ja, sieht aus wie ein Spanferkel. Also ein großes Spanferkel hier über dem Lagerfeuer und ein Zelt. Schön. Auf der Rückseite noch jede Menge Infos, was es noch alles gibt. Also, hier sehen wir zum Beispiel die anderen Alben von ihm bis Bronco. Darf es etwas mehr sein und natürlich auch Merchandise unter dieser Adresse erhältlich. Gut. Ah, jetzt sehe ich gerade. Wir haben hier eine CD und hier in der Mitte sind schon ein paar von diesen Zähnen rausgebrochen. Okay, die CD dürfte trotzdem noch halten. Wir werden die mal kurz da rausklopfen. So. Also, das ist immer das Problem bei diesen CD-Halterungen. Ich muss ehrlich sagen, ich kann die gar nicht leiden, weil ich oftmals eben die Erfahrung gemacht habe, dass sie leicht rausbrechen. Aber in dem Fall, Gott sei Dank, sind noch so viele heil geblieben, dass die CD hält. Wir haben hier das Peace-Zeichen mit so Würstchen, Wiener Würstchen, beziehungsweise Frankfurtern, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, abgebildet. Love, Peace and Bockwurst lesen wir hier. Und hier auf der Rückseite lesen wir Make Wurst, Not War. Ist abgewandelt von Make Love, Not War oder Make Peace, Not War, je nachdem. Das war das Album. Und dann haben wir als zusätzlichen Boxinhalt noch ein Poster. So sieht das Ganze aus, im Querformat. Also, das kennen wir schon vom Booklet. Imbiss Bronco hier auf seinem Hausboot. Sehr schön. Einseitig bedruckt, im Querformat. Und dann natürlich noch das Set für die Küche oder für den Grill. Wir haben hier einmal die Imbiss Bronco Kochschürze. In Weiß und Schwarz gehalten. Und dann zu dieser Schürze passend natürlich auch noch die Imbiss Bronco Kochmütze. Gut, jetzt würde mich natürlich interessieren, was ist das für Material oder ob wir hier irgendwie einen Zettel vorfinden. Hier hinten haben wir einen Klettverschluss, das heißt die Kochmütze ist natürlich entsprechend größenverstellbar. Jede Menge Fäden, die hier davon hängen. Allerdings sind diese lose, also das ist jetzt nicht aus dem Vernähten, sondern es sind einfach Reste oder einfach lose Nähte, die hier die Fäden ziehen. Da haben wir einen Zettel. Made in China lesen wir hier. Wenn es mal fokussiert, so, Made in China. Aber leider keine Informationen zum Material. Naja, also es wird wohl Baumwolle sein, gehe ich mal stark davon aus. Jetzt schauen wir mal kurz die Kochschürze. Ob wir hier irgendwas vorfinden. Hier haben wir einen Zettel. Schauen wir mal. Ja, auch hier wieder Made in China zu lesen. Ja, Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze natürlich nochmal im Detail an, wie das Ganze aussieht. Also einfach die Schürze in Kombination mit dieser Mütze, mit dieser Kochhaube. Sieht sicher gut aus. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben die weiße Schürze mit dem schwarzen Schriftzug hier im Bauchbereich Imbiss Bronco und dann die Abbildung von Bronco hier im Brustbereich. Also bis zum Brustbereich geht es hier rauf. Gefällt mir gut. Schwarz auf weiß, sehr klassisch gehalten, aber schön gemacht. Und die Schürze natürlich nicht alleine, sondern gerade in Kombination dann mit der entsprechenden Haube, mit dieser Kochmütze, eine sehr gelungene Kombination und ist mal ein anderer Inhalt. Also T-Shirt ist ja auch oft dabei in solchen Boxen und in solchen Bundles, aber bei Imbiss Bronco natürlich sehr stimmig oder sehr passend, dass man dann auch hier wirklich eine Kochschürze macht. Ich muss ehrlich sagen, ich koche eigentlich viel und auch regelmäßig für mich selbst, verwende aber ehrlich gesagt keinerlei Schürzen oder sowas, aber werdet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren, rein aus Neugier. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal die eben gezeigte Kochschürze mit Imbiss Bronco Aufdruck inklusive der Kochhaube.
das Poster im Querformat und das Album Love, Peace and Bockwurst. Das alles in dem Love, Peace and Bockwurst Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Imbiss Bronco unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.